Hi Leute und welcome to another Vlog. Wie geht's euch? Wie steht's euch? Was geht bei euch? Seid ihr stolz auf mich, dass ich gerade 2 Wochen hintereinander es geschafft habe, 3 Videos die Woche online zu stellen? Ja, also ich habe mir nämlich vorgenommen, ein wenig aktiver zu sein und mit euch darüber zu sprechen, dass ich wieder back, wie ihr wisst, will ich wieder back so aktiver sein auf YouTube. Aber das Ding ist, früher konnte ich mehr Content machen, weil ich nichts anderes gemacht habe außer YouTube. Und da ich jetzt meine eigene Brand habe, habe ich weniger Zeit für YouTube und kann nicht jeden Tag Content posten. Und das ist halt echt schwer. Ich weiß noch, letztes Jahr Vlogmas, das war für mich der Horror. Das war sehr schwer zu managen alles, weil wir gerade da mit 99 in die Sample-Runde gekommen sind und all so ein Kram. Und ich weiß einfach, dass ich dieses Jahr nicht jeden Tag Videos raushauen möchte, sondern qualitativ gute Videos, wo ich mir Mühe gebe, die nicht unter Stress und unter Druck entstehen. Und ich glaube, auch für euch ist es viel interessanter. Auf jeden Fall habe ich eben meine Haare gewaschen und geföhnt. Ich habe die so ein bisschen wellig geföhnt, was ich halt eigentlich ganz nice finde, weil mit Extensions ist es immer noch so ein bisschen schwer. Ansonsten ist heute bisher ein chilliger Tag gewesen. Ich habe ein Workout vorhin gemacht, ich habe ein bisschen was geschnitten, mein Laptop spielt komplett verrückt. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich jetzt mal zu Apple fahre und frage, was da los ist oder ob ich das lieber morgen mache. Ich bin auch so ein bisschen indecisive, aber ich habe jetzt noch ein bisschen time to kill. Wir haben jetzt 15 Uhr und Sophie kommt gegen 4 Uhr. Ich denke mal, ich werde hier einfach die Zeit nutzen, ein bisschen aufzuräumen. Wie ihr wisst, es gibt bei mir immer irgendwas aufzuräumen. Ob es hier Klamotten sind, die neu angekommen sind oder Klamotten, die einfach da rumliegen oder Sachen, die da auf dem Tisch rumliegen. Ich habe mir echt Mühe gegeben, ein bisschen ordentlicher zu sein, weil ich das einfach für mich möchte. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass es ganz gut ist, außer das hier vorne. Und das hat meine Mutter einfach aus Protest da vorne hingestellt, weil sie war so, ich habe keinen Bock, dass du das überall liegen lässt. Also hat sie es einfach dahingestellt. Aber ansonsten bin ich eigentlich ganz happy. Ja, das ist das, was ich sagen wollte. Deswegen werde ich mal aufräumen und dann gehe ich noch mal eine Runde Gassi mit Snomino, damit die auch ihre paar Kilometer bekommt. Habe. Snoopy hat da mal reingepasst. Dudu, guck mal, du hast da mal reingepasst. Guck dir mal, du hast mal reingepasst. Jetzt passt du da gar nicht mehr rein. Nee, viel zu klein. Leute, wie hat ihr Kopf da durchgepasst? Snoopy, da passt nicht mehr den Schnauze durch. Ja, Baby, du warst da süßes Baby. Hi, hier ist ein friendly reminder, dass nobody freaking perfect ist und wir alle mal einen schlechten Tag haben, eine schlechte Mut haben. But it all gets better. Kleiner reminder, dass sometimes you have to work an dir selbst, an Sachen, mit Menschen. You have to work. Man muss es wollen. Ich komme gleich wieder mit einer besseren Mut. So, ich habe mich jetzt geschminkt und ich fühle mich ein bisschen besser. Ja. Es gibt einfach manchmal so Tage und dann denke ich mir, komm, schmink dich mal. Mach dich mal ein bisschen ready. Dann fühlst du dich auch ein bisschen besser. Das hier ist mein Outfit. Ich mache mir jetzt mal andere Ohrringe rein. Irgendwie fühle ich meine Haare heute nicht.
Ich fühle mich heute eigentlich überhaupt nicht. Aber ja, just do what you gotta do. Gestern war ich kurz bei DM und habe einen Shop gemacht. Ich habe mir so einen Tee-Adventskalender geholt. Da gibt es jeden Tag einen anderen Tee, was ich ganz süß finde. Dann immer zuckerfreie Bonbons und meine absoluten Lieblingsriegel. Ich liebe sie über alles. Ich kaufe da immer so viele. Und Fleckenentferner, weil Snoopy auf mein Sofa geblutet hat. Das werde ich heute Abend mal angehen. So, ich habe meinen Plan geändert. Eigentlich wollte ich heute so einen schönen ästhetischen Vlog drehen. Eigentlich so was richtig Schönes, weil das Wetter toll ist. Und ich wollte mit Doja in die Stadt gehen. Wir holen uns was zu essen. Und ich wollte mir so eine kleine Prada-Tasche kaufen, wo ich jetzt schon die ganze Zeit überlegt habe, ob ich es machen soll oder nicht. Und die ist für Designer-Taschenverhältnisse noch relativ günstig. Und ich war gerade so, komm, ich suche mir noch ein Outfit und dann gehen wir einfach raus und genießen den Tag und machen Bilder. Und dann stand ich da gerade und habe so überlegt, was kann ich für ein Outfit mitnehmen? Und ich war so, nein, ich fühle mich heute einfach nicht danach. Ich fühle mich heute einfach nicht nach sowas. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin heute einfach ein bisschen empfindlich und ich möchte mir auch selber die Zeit nehmen. Ich muss auch dazu sagen, ich bekomme die Tage morgen, also es kann auch sehr gut daran liegen. Aber ich bin heute einfach sehr emotional und nee, ich war so, weißt du was? Scheiß auf diese Tasche, scheiß auf das Wetter, mach dir jetzt unten was zu essen. Danach gehst du mit Snoopy Loopy spazieren und dann kochen wir heute Abend was. Und dann geht es heute halt einfach um Food. Aber ich will mich einfach nicht unter Druck setzen. Ich habe mir einfach vorgenommen, ich möchte mich nicht mehr unter Druck setzen und das Gefühl haben, ich müsste jetzt keine Ahnung was. Ich bin ja selber so ein Mensch. Ich würde mal sagen, ich bin für meine Verhältnisse und wenn ich mir Leute anschaue, die so den ähnlichen Job, also denselben Job haben wie ich und so weiter, ich bin sehr nicht spendabel. Auch wenn ihr mir das nicht glaubt. Ich habe heute einfach gesagt, nein, es ist mir egal. Ich möchte jetzt einfach nicht. Ich möchte jetzt heute einfach nichts tun. Deswegen werde ich euch auf Instagram fragen, was ich heute Abend kochen soll. Dann zeige ich euch das im Vlog. Und dann mache ich mir einfach einen schönen Tag bei mir zu Hause. Aber eine Sache, also ein Tipp von mir, wenn ihr auch euch in so einem Moment fühlt, so wo ihr sagt, boah, irgendwie ich bin so unglücklich. Dann denkt jetzt an meine Worte, was ich euch sage. Denkt an die positiven Sachen, die passieren. Allein wenn ich jetzt an diese eine Sache denke, muss ich grinsen, weil es mich einfach so unfassbar glücklich macht. Mein Planner ist so gut bei euch angekommen. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar. Wir hatten so einen Ansturm an Bestellungen. Durch Corona ist das Lager nicht hinterhergekommen. Und einige von euch haben immer noch nicht die Planner, aber ich kann euch hier sagen, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Jeder bekommt seinen Planner. Bei Amazon ist er completely sold out, bedeutet aber, falls du den bei Amazon bestellt hast, du wirst ihn trotzdem noch bekommen. Nur keiner kann ihn jetzt neu bestellen bei Amazon. Es gibt noch ein paar, die ihr in meinem Shop bestellen könnt. Ich zeige euch gleich nochmal meine Lieblingsfeatures. Es gibt nur noch ein paar, also ich spreche wirklich von ein paar, die ihr noch holen könnt. Also das Ding ist ja auch, wenn der sold out ist, ist er freaking sold out. Er wird nicht nochmal nachgeordert, er wird nicht nochmal nachproduziert, er ist weg. Deswegen habe ich mir jetzt auch noch 3-4 gebunkert, damit ich ausgestattet bin für die nächsten Jahre, denn der Planner ist perfekt. Ich denke mal, ihr habt alle diesen Planner gesehen. Das Design ist perfekt für mich. Es ist minimalistisch. Ihr habt hier Platz, um euch selber zu reflektieren und vor allem und ganz viel Platz, um eure Woche zu planen. Und dieser Habit Tracker, ich muss euch wirklich sagen, dass ich bin so unfassbar happy, wow, dass ich den habe. Ich gebe hier zum Beispiel, hier gebe ich zum Beispiel ein, ob ich Sport gemacht habe, ob ich spazieren war. Und dann kann ich das hier immer abhaken. Auch ein kleiner Tipp, wenn ihr zum Beispiel sagt, für euch ist nur jeder zweite Tag, wollt ihr, keine Ahnung, Sport machen, könnt ihr das einkreisen, damit es noch befriedigender ist, wenn ihr das dann wirklich durchstreicht. Ja, das ist einfach mein Lieblingsfeature an diesem Planner. Und falls du jetzt noch für dich selber, deine Familie oder jemand anderen einen Planner brauchst, ist jetzt der Zeitpunkt, das letzte Mal zu tun. Denn, wie gesagt, wir sind wirklich, wirklich, wirklich almost sold out. Das macht mich mega happy. So, Leute, wir haben uns jetzt doch dazu entschlossen,
in die Stadt zu gehen, aber ich habe mein Pyjama an. Ist das echt ein Pyjama? Ja. Pyjama-Hose. Cause I can not give a freaking fuck. Nein, sie ist einfach nur zu voll. Nein. Ich will mir nämlich einen Adventskalender holen. Wir holen uns einen zusammen. Ich habe einen von Pamela mir bestellt. Lass einfach das Beste aus diesem Tag machen. Ja. Machen wir diesen Cookie? Nee. Das wäre schon, Leute, eigentlich, lass mal nach Düsseldorf jetzt fahren. Einfach so. Snoomy. Einfach so, Caro. Snoomy. Oh, no, no, no. Oh, Mann. Nein. Alles gut. Nein. Wir fahren einfach mal los und überlegen uns was. Was machen wir? Ich kann jetzt essen. Lass mal. Ups, dann im Blut. Lass was? Lass doch mal eine Suppe machen. Maybe then you know me, but no one's listening. I'm so lonely. Leute, guck mal, wie ich aussehe. Zeig mal, wie ich aussehe. So, Outfit of the Day. Wow. Sweet. Ey, ich dachte gerade, du hättest nur Socken an. Hätte ich dir auch zugetraut, Honey. We are on the hunt for a Adventskalender. Leute, ich habe einfach vorhin den von Ariana Grande gesehen. Da war ich so, den muss ich mir holen. Aber der sieht voll nice aus, ne? Yes, der sieht aber echt schön aus. Aber was ist da drin? Das weiß ich gar nicht. Dreh mal um. Oh. Guck mal, da ist auch Art Deco. Ah. Feier ich auch übel. Das, was du hast. Hast du den nicht? So, jetzt sind wir bei HEMA und suchen ein paar kleine Goodies für einen möglichen Adventskalender, der vielleicht passiert für jemanden. Wer weiß. Also für mich nicht. Hier gibt's richtig süße Sachen. So. Okay. Sollen wir unseren Plan erzählen? Ja. Wir sind jetzt, by the way, wieder zu Hause. Nein, wir sind in Frankfurt draußen. Wir haben gerade noch Donuts bei Royal Donuts geholt und haben die Doyas Freundin nach Hause gebracht. Ja, because isolation und so weiter, ne? Müssen wir nicht weiter. Quarantäne muss man ein bisschen unterstützen. Genau. Nein. Wenn man die ganze Zeit zu Hause chillt, dann möchte man dem Liebsten doch mal eine Freude machen. Das war eine sehr süße Idee. Deswegen haben wir da gerade Donuts vorbeigebracht. Und haben uns jetzt hier platziert. Wir waren dann noch im Teddy, im Biomarkt. Wir waren gefühlt in der ganzen Welt. Überall, Alter. Komm, ich habe hier auch ein Riesenpaket von Asam Beauty, um mal neue Sachen für euch zu testen. Da bin ich echt mal mega gespannt. Weil ich bin ja so ein Fan von der Aqua Intense Linie. Von so Red Velvet. Irgendwie Cookies oder so. Und ich meine, dazu kann ich die sind von HEMA, du, ja. Und die heißen Red Velvet Christmas Cookies. Ja. Und? Wenn dazu kann ich nicht nein sagen. Lecker. Schmeckt nicht nach Red Velvet, aber schmeckt lecker. So, jetzt kommen wir zu der absolut krassesten Shitshow, die die Welt je gesehen habt. Wir wollten eigentlich so Nudeln für euch machen und so voll toll machen, aber Doja konnte sich komplett gar nicht an das Rezept halten. Wir hatten die falschen Zutaten. Der Spinat war gefroren und war kein frischer Blattspinat. Es war richtig eklig, ich konnte es gar nicht essen. Das war einfach eine Shitshow. Dann haben wir auch noch die falschen Nudeln genommen. Wir wollten so Kichererbsennudeln nehmen. I cannot recommend. Es schmeckt einfach nicht. Ich mache das Rezept einfach nochmal, dann, wenn es besser schmeckt. I'm really sorry. Guten Morgen. I feel fresh. I feel happy. I feel so much better. Manchmal ist es ganz gut, dann einfach schlafen zu gehen und den Abend entspannt ausklingen lassen. Wir waren dann noch im MTZ. Ich habe mir ein, zwei Sachen noch gekauft. Unter anderem so ein schönes Negligé. Das sollte ich euch mal zeigen. Von Intimissimi. Es ist so freaking sexy und beautiful. Ja. Richtig, richtig hübsch und durchsichtig. Ja, das habe ich mir geholt. Haben wir uns Starbucks Hot Chocolate und einen Kaffee geholt. Haben dann Game of Thrones geschaut. Und ich habe mir einen Stock-up von meinen Eiweißregeln geholt. Das habe ich mal zu meinem Geburtstag bekommen. Ich glaube, zu meinem 18. oder zu meinem 19. Und ich bin so sparsam damit umgegangen und habe es mir dann, seitdem das Land leer war, nicht nochmal nachgeholt, weil es von L'Occitane. Und L'Occitane ist ja bougie as freaking
You know what I mean? Und dann sind wir da gestern vorbeigelaufen und ich war so, ich hol das jetzt. Dann habe ich das geholt. Das hat nämlich auch so kleine Glitzerpartikel. Wir haben heute verpennt, aber not a problem. Es ist ja Sonntag. Ich mache mich jetzt fertig und werde mit Sky eine größere Runde Gassi gehen. Und ja, davor mache ich noch mein Bett neu. Ja, heute ganz entspannt. So, ich mache mich gerade fertig. Frag mich nicht, wieso so krass rot meine Augen hier unten sind. Das sieht echt creepy aus, but it's just how it is. Weil voll so, was ich sagen wollte, da voll viele immer fragen, wie ich meine Haare mit dem Dyson mache. Zeige ich euch das jetzt mal kurz. Ich nehme so eine Strähne ungefähr und dann nehme ich den Dyson. Halte den so da dran. Und dann mache ich den kalt und ziehe es da raus. Also mit kalt meine ich, hier habt ihr einmal die Einstellung, so hoch zu drücken. Und damit könnte, also kann dann diese Locke abkühlen. Es ist einfach mega schön. Und es geht auch tatsächlich relativ schnell. Und so sehen die Haare aus. Ich habe es bewusst ein bisschen lockerer gemacht. Ich wollte halt heute diese richtige schöne Föhnfrisur mit dem Volumen haben. Ich mache jetzt eine Story und einen Post für nächste Woche mit Maybelline. Ich bin echt mega happy, dass ich so coole Kooperationen zurzeit habe. Einfach so vor allem Produkte, die ich legit schon seit Jahren benutze. Also seit Jahren. Wenn ihr meine ganzen Videos schaut. Wenn ich jetzt zurzeit Foundation benutze, ist es immer Maybelline. Und ja, deswegen bin ich sehr happy darüber und werde jetzt ein bisschen kreativ und nutze meinen schönen Sonntag, um einfach für nächste Woche ready steady zu sein und damit ich keine Probleme habe mit Deadlines und genug Bilder habe, dass es dem Kunden gefällt und ja. Snoopy spielt hinten. Du darfst ruhig weiterspielen, Schnabi. Oh mein Gott, wie als hätte sie mich verstanden. Ja, ich zeige euch dann gleich mal, wie ich aussehe. So, guten Morgen. Ich will mich hiermit entschuldigen, dass der Vlog all over the freaking place ist. So, mein Make-up für heute. Was ich vergessen habe. Brow Gel. That's what I forgot. Ich wollte mit euch über etwas reden, worüber ich lange nicht mehr geredet habe, weil ich ab und zu noch ein paar Fragen von euch bekomme bezüglich Botox. Ich habe mir Botox in meine Achseln spritzen lassen, das erste Mal, vor 10 Monaten das erste Mal. Und ich muss sagen, dass es die beste Entscheidung meines Lebens war. Der Grund ist, wieso ich das hier jetzt promote oder euch mit euch teile, ist, weil es wirklich eine Veränderung bei mir gemacht hat, zum Positiven. Und dieser Gedanke, dass Botox immer was Schlechtes ist und jeder, der sich Botox macht, ist so und so und bla bla. Botox ist eine super Lösung für viele Dinge, die uns im Alltag stören, die unseren Alltag irgendwie einnehmen. Und bei mir war das zum Beispiel meine Hyperhidrose, übermäßiges Schwitzen. Und ich weiß, dass viele von euch das auch haben. Das ist gar nicht mal so selten. Man muss das nur mal diagnostizieren. Ich war dann halt bei 2 Ärzten, um zu versichern, dass ich das wirklich habe, weil ich mir nicht einfach Botox spritzen lassen wollte, weil ich dachte, ich schwitze halt ein bisschen mehr. Aber bei mir ist das halt richtig so, dass mir die Tropfen runterlaufen. Meine Hände sind immer nass, meine Füße sind immer nass, aber bisher habe ich es immer nur in den Achseln gemacht. Seitdem habe ich es 3-mal jetzt gemacht. Letzte Woche war das 3. Mal. Ich muss wirklich sagen, dass es richtig weltverändernd ist. Also für mich, also klar beim Sport, wenn ich richtig hart schwitze, dann schwitze ich auch unter den Achseln. Also das ist jetzt nicht so, dass es dafür immer trocken ist. Aber so im Alltag, wenn ich jetzt so ein T-Shirt anziehe, im Winter, ne, ein graues, ich habe keine Schweißflecken. Und das ist für mich halt extrem krass, weil bei mir das immer so war. Immer. Ich dachte mir, ich gebe euch dazu mal ein kleines Update. Ich will jetzt hier nicht Botox so krass prisen, aber ich will euch einfach nur sagen, dass es auch nicht immer nur was richtig Negatives ist. Zum Beispiel, eine Freundin von mir knirscht ihre Zähne extrem und hat immer Zahnschmerzen. Und wenn man sich Botox zum Beispiel hier in den, ich weiß nicht genau, ob das hier oder im Zahn ist, reinspritzen lässt, entspannt sich der Muskel und ist nicht immer so verkrampft. Also das ist so, oder jemand, der krasse Migräne hat, Kopfschmerzen, Migräne, hier in der Zornesfalte oder hier oben oder irgendwie sowas, der kann sich
ganz, ganz wenig Botox. Das ist ja nicht mal so eine Ladung, sondern das ist ganz, 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 ganz wenig. Und das entspannt den Muskel. Man hat dadurch nicht so krasse Kopfschmerzen. Wichtig ist es nur, dass man das nicht aus Jux und Tollerei macht. Dass man das nicht einfach so macht, weil man jetzt gerade Bock hat und irgendwie eine slickere Jawline haben will und was auch immer. Sondern das sind so medical things. Medizinische Hilfsmittel, kann man irgendwie sagen. Und wichtig ist es, dass man zu einem Arzt geht, dem man vertraut. Ich zum Beispiel gehe zum gar keinen Beauty-Doc oder Beauty-Studio, sondern ich gehe zu einer Hautärztin. Das Ding ist, dass ihr zu jemandem gehen solltet, der erstens Arzt ist und zweitens sowas öfters macht und nicht nur ab und zu. Und falls ihr eine Hyperhidrose habt, geht zu mehreren Ärzten, erzählt das eurer Versicherung, dass ihr damit Probleme habt und vielleicht übernimmt das die Versicherung, vielleicht nicht, aber selbst wenn nicht, ist das einfach ein richtiges, es ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Für manche, die nicht so krass viel schwitzen, ist es vielleicht nicht verständlich, aber jedes Mal, bevor ich jemanden neuen kennenlerne und dem die Hand gebe vor der Corona-Zeit, war ich immer so nervös, dass meine Hände so nass waren. Ich musste immer erstmal so machen und dann sozusagen die Hand geben. Und das ist halt so, dass das richtig unangenehm ist. Das mit den Händen kann ich noch irgendwie so waxen, weil so viel Kontakt zu fremden Menschen haben wir jetzt nicht. Das ist eine richtige Insecurity von mir gewesen. Übel unangenehm ist, obwohl Schweiß eigentlich was richtig Gesundes ist. Ja, ich wollte euch dazu einfach ein Update geben und sagen, dass ich das immer noch weitermache und dass ich das immer noch richtig gut finde. Und dass, falls du damit auch struggles, google mal ein bisschen rum. Es gibt noch sowas wie Deos und sowas. Bei mir hat das jetzt nichts gebracht. Aber lass dich einfach mal beraten, denn ich sage, diese Einschränkung vom Schwitzen, es ist echt hart. Und das war eine richtige Insecurity von mir. Deswegen bin ich richtig froh, dass ich den Step gemacht habe, weil ich habe auch echt lange gestruggelt, weil ich so war, ich will kein Botox und. Aber es ist echt mega gut. Falls ihr noch andere Fragen habt zu dem Thema, könnt ihr mich sehr, sehr gerne fragen in den Kommentaren. Ich werde es dann in einem nächsten Vlog einfach mal beantworten, aber ich wollte euch nur das Update geben, dass ich mir das jetzt letzte Woche habe machen lassen und dass ich damit sehr zufrieden bin. Und ich werde euch das Video unten nochmal verlinken, als ich das erste Mal gemacht habe. Da seht ihr meine ganze Review dazu. Ich würde dann auch hier den Vlog beenden. Es tut mir leid, dass der so ein bisschen all over the place ist, aber that's just sometimes how it is. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß bei dem Vlog und wurdet entertained. Und falls ihr Videowünsche habt, könnt ihr mir sie gerne in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bye!